geht jetzt direkt weiter mit Stunde 17. Ja, ich hoffe wirklich, also ich hoffe, dass es sich bald dem Ende nähert, weil ich habe so das Gefühl, dass es sich jetzt ein bisschen zieht, wobei wir halt auch alles erkunden, ne? Hier muss doch was sein. Wo bist du? Komm zu Tobi, mein Schatz. Sei mein Schatz. Gefunden. Jo, easy. Wir haben noch den Lauf. Ne, so. Teil ausrüsten auf den Wolfsbane. Bam, 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 bam. Zwei Plantgranaten als Munition. Jo. Wo muss ich denn jetzt nochmal ran? Achso, wieder zum Duke zurück. Aber ich habe hier noch so viel Rot. Komm ich nochmal dahin? Darunter irgendwie, hä? Ich gehe da nochmal gucken. Ich mag es nicht, wenn das so ein großer Bereich rot ist. Genau, hier jetzt so. Und dann rechts halten. Da lang, oder? Nee, da lang. So, hier bin ich wieder in der Produktion. Ah, warte, ich gehe runter. Dann ändert sich die Map nämlich. Und dann kann ich... hier hinten... durch? Fragezeichen? Und dann... bin ich doch komplett falsch, oder? Ach, hier. Hier war noch was? Hier bin ich doch dreimal reingelaufen. Komme ich da dran? Nein. Hier war noch was. So, und jetzt will ich noch dahin kommen. Damit komme ich... komme ich denn da hin? Ich glaube, dafür muss ich einmal hier irgendwie hoch. Richtig? Fragezeichen? Oh ja, hier bin ich schon richtig. Und das heißt jetzt umgucken. Haha, nächstes Gebiet gelüftet. So, und hier. Ja gut, wenn das Tier war, ist natürlich jetzt kacke, ne? Das wird mir aus seiner Lebtag nicht aufbekommen. Scheiße. Ne, da muss es einen anderen Trick für geben, glaube ich. Oder ich hoffe es besser gesagt, weil... dieser Weg hier, der macht für mich einfach keinen Sinn sonst. Ich will eigentlich eine Granate rüberwerfen, ein Molly rüberwerfen, ist besser. Hat irgendwas gebracht? Ne, ich glaube es nicht. Aber wäre smart gewesen, oder? Hier muss ich doch irgendwas geben. Ich hab echt keine Ahnung. Scheiße. Mann, musste ich den Typen echt erschießen? Wie ärgerlich ist das denn? Wieso war ich auch so gut im Töten? Wäre ich doch nur ein schlechterer Zocker. Ich wusste, eines Tages wird mir das zum Verhängnis werden.
Meine Mama hat mir schon immer gesagt, Tobi, zock nicht so viel. Eines Tages wirst du Probleme damit haben. Und sie hatte vollkommen recht. Hätte ich weniger gezockt, hätte der Typ mich bis da unten gegen die Tür gejagt und die wäre offen gewesen. Aber ich musste ja extra nicht auf meine Mutter hören und... Kommst du hier rein? Ich hoffe, er bringt's nicht. Mir braucht nur mehr Bums. Okay. Ich gebe dir ein bisschen Zeit und dann schieße ich den immer auf den Kopf. Hätte ich noch. Kann ich noch mehr von dem kaputt machen? Jo, jetzt ist er ein normaler Dude oder was? Oh ja, komm! Jo, jetzt ist er ein stinknormaler Typ hier. Komm hier rein, verdammt! Ah, gepanzerter Junior ist das doch gewesen, ne? Irgendwie sowas. Jo! Ich hätte blocken sollen. Der sieht mich aber auch immer instant, ne? Der bewegt sich sonst nie hier rein, aber dann ja. Ernsthaft? Wie viel hält er denn aus? Ja, das war's. Na gut. Perfektes kristallines Herz. Natürlich. So. Und hier kommt jetzt irgendwo ein Kristall dran. Das wäre mega geil gewesen. Wenn an einem von denen einfach so ein Kristall hängt und man müsste den abschießen. Aber nö, hier muss noch irgendwo was anderes zu finden sein. Vielleicht genau hier zwischen. Ne, in dem Gang war's nicht, ne? Nö. Wenn ich jetzt hier runter gehe, ist das ein anderes Gebiet oder immer noch dasselbe? Ne, das ist ein anderes. Das heißt, es muss hier oben sein. Wo liegt denn hier noch was? Da stelle ich mal nach unten schon, anstatt nach oben. Wo liegst du, mein Schrottstück? Ich suche dich, vermisse dich. Kein Plan. Meine Augen machen bling bling. Ja, aber wo blinkt's?
Wo macht es Bling Bling, Leute? Kommt. Augen auf beim. Beim, ja, keine Ahnung. Dem hier halt. Wo machen meine Augen Bling Bling, Bling Bling? Bling Bling, Bling Bling. Wo könnte das sein? Oh, gefunden! Ah, diesmal war ich schneller als ihr. Jo, das ist auch gut. So, okay. Gucken. Oh, ja, das ist halt doof, aber da können wir nichts dran ändern. Hier ist alles clean. Das gibt's irgendwie nicht. Alles clean, clean. Oh mein Gott. Achso, da muss ich noch hin, glaube ich. Genau, wo bin ich jetzt? Orientierung, Orientierung. Hier hin muss ich, glaube ich. Als ob, was soll ich denn jetzt machen? Da kommst du auch nicht weg dann, ne? Fänge! Ich meine easy! Easy Snackorino, ey! Ich hab noch 3 Schuss. Plus 6 Schuss. Vielleicht sollte ich nur mal so. Ja, später vielleicht. Boah, der Ethan, der übertreibt immer so. Der hatte nur einen Bohrer in seinem Körper stecken. Ethan ist so einer, der hat bestimmt auch Angst vor Käfern und Spritzen. Suchst du nach etwas Bestimmtem? So, Ankauf. Großer Kristall, wertvoll. Gelbquarz, wertvoll. Polykristalliner Schädel. Wertvoll. Kristallines Herz. Wertvoll. Perfektes kristallines Herz. Sehr wertvoll. Und Heisenbergs Hammer. Mega wertvoll. Aha. So, da du willst nur. Ich würde natürlich ganz gerne die letzte Waffe kaufen. Aber habe ich dann überhaupt noch Platz im Inventar? Wir werden es herausfinden. Aha. Aha. Auf Wiedersehen. Ah, die ist ganz klein zum Glück. Okay. Ja, ich habe noch genug Platz. So, ich wette, die benutzt nur Pistolenmunition. Wie stark ist die denn? 200. Und die? 180. Ja, dann ausrüsten. Schnellzugriff da. Die Pistolenmunition kommt dann dahin, dafür dahin, so. Ausrüsten, die ist nachgeladen. Die müssten wir echt mal. Moment, du ich guck mal. Du willst dich nur umsehen, tu dir keinen Zwang an. Ne, da brauche ich nichts, was ich hier mit der Werkstatt. Hier noch ein bisschen mehr Feuerkraft drauf geben. Oh, scheiße, geht gar nicht, nicht genug Geld. Feuerrate erhöhen, die hat doch schon bestimmt
Mehr Schuss. Kostet aber 30.000. Ich krieg nur eins hin, leider. Ne, ich könnte Nachladegeschwindigkeit halt auch noch machen, aber die brauche ich nie. Nee, eigentlich kommt nur auf die Feuerkraft an. Ich hätte mein Geld besser anders. Versuche ich, aber du redest. Ich hätte mein Geld besser anders eingeteilt. Schönen Tag. Aber egal, wir haben es gleich geschafft, nehme ich an. Jetzt geht. Oh, das war falsch. Egal. Dahin fahren wir jetzt. Bam, 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 bam. Also ich glaube wirklich, wir sind bald durch. Alleine, weil es auf 13,5 Stunden gesetzt ist und wir 17 Stunden gleich gespielt haben. So, jetzt ist hier drin sogar rot. Das bedeutet doch, dass hier jetzt irgendwas sein müsste, oder? Sonst würde es doch gar keinen Sinn machen, dass das Gebiet hier auch rot ist. Außer es zählt zu dem hier dazu, aber das glaube ich nicht. Das tut es eigentlich nie. Alter, Licht bitte. Ich sehe nichts. Ach so, da lang geht's. Gucken, ob hier drunter irgendwas Bling-Bling macht. Aber ich sehe nichts. Ach komm, ich stelle noch ein bisschen Flintmunition her. Wenn wir sie brauchen, ist es gut zu haben. Auch wenn dafür die rostigen Reste draufgehen. Die Mine ist auch gut. Jetzt laden wir noch einmal nach. Haben wir 9 Schuss, das ist nichts. Ah. Oh, jetzt ist besser. Oh! Nice, Mine und Flinte. Genau das, was wir gebraucht haben. Also was wir gerade auch hergestellt haben. Und noch eine Mine. Hm, jetzt ist der Raum auch grün. Geil. Okay, alles easy, Snake und so. Ah, ja, jetzt müssen wir da runter und dann... Hallöchen. Und hier gibt es jetzt nämlich... Da. Alles Paletti. Jetzt speichern wir. Und dann gehen wir in den Hauptraum von Heisenberg nochmal. Der auch der letzte Raum ist. Abgesehen von dem, den wir verkackt haben. Ich glaube, der wollte sich kratzen. Ich glaube, den hat es gejuckt. Naja. Here we go! Propellermann, Propellermann! Bist echt eine harte Nuss. Zeig was. Habe genug geplaudert. Dein Propeller kann. Zeit für deinen Abgang. Du kannst es hören, oder? Jemand wartet auf dich. Pistolenmuni, Mine, Erste Hilfe, Pistolenmuni. Wir werden richtig gut ausgestattet. Hier, Prototyp Modell Sturm. Sturm, Sturm, Sturm. Habe eine billige Propellerturbine verbaut, aber möglicherweise den Reaktor-Output zu hoch eingestellt, denn Modell stürmt fortwährend vorwärts und ist unmöglich zu kontrollieren. Von vorne durch nichts zu beschädigen, allerdings hat der Depp es fertiggebracht, sich am Propeller seine eigenen Arme abzusägen. Außerdem überhitzt bei zu langer Zeit Laufzeit. Fazit auf ganzer Linie ein Misserfolg. Okay, das heißt, wir müssen ihn ein bisschen laufen lassen und dann wird er heiß laufen und dann ist es sein Schwachpunkt. So, noch ein bisschen Geld.
Gut, was können wir denn jetzt noch herstellen? Also erstmal wird hier nochmal durchgeladen. Also von vorne bringt gar nichts. Die laden wir auch nochmal durch. Wir müssen den überhitzen. Okay. Ja, probieren wir es einfach mal, ne? Wie soll, was soll ich denn jetzt machen, bitte? Verdammt nochmal, ich hab keine Zeit für diesen Scheiß. Cool, ich bin an ihm vorbeigekommen, irgendwie. Keine Ahnung wie, wirklich nicht. Macht keinen Sinn, aber hey, ich beschwere mich nicht. Eine Rohrbombe noch. Oh, leck. Jo! Komm, Start! Was macht der? Wann zum Geier soll ich schießen? Ich komm nicht weg, ich komm nicht weg. Ich befürchte, der killt mich irgendwann selber. Weil er einfach die ganze Zeit durchs Feuer läuft. Das ist nicht so gut. Scheiße, der hat mich getroffen. Hat der mich jetzt getroffen oder war das das Feuer? Der ist voll merkwürdig, der Dude. Ich glaube, ich könnte ihn messern.
Oh, steht. Wollte nur gucken, dass der wenig Feuerfläche kreiert. Oh, warte, da war was. Noch eine Mine. Geil. Von einer anderen Waffe. Jetzt läuft er sich da hinten in den Ecken immer kaputt, oder wie? Wo steht Feuer? Oh, weißt du was, komm. Hier läuft die Schienen kaputt. Nie wieder. Ach, das war's. Okay. Ein komplexes Herz, danke. Alter. War nicht so der Bringer. Der war viel Terror um nichts, finde ich. Also. Nachdem man mal durchschaut hat, wie der funktioniert, war echt Billo. Der hat mich auch nur zweimal noch so ein bisschen getroffen. Mit dem Feuer am Anfang, ja. Heilung habe ich aber einmal gebraucht, ne? Da hat er mich voll erwischt. Ja, aber ansonsten kann man drüber reden. War okay. Die Zigarre kann man gut verkaufen. Oh, dazu war schon alles hier. Halt, stopp. Da habe ich doch was gesehen. Da höre ich doch noch was! Checkpoint! Und Kraut! Alter, jo, einmal alles mitnehmen bitte. Dankeschön. Ja, das ist ein richtiges Happy Meal von Materialien. Wo bin ich denn jetzt? Da. So. Ein richtiges Happy Meal. Aber der Boss war jetzt nicht die Herausforderung, also absolut nicht. So, Flintmuni, die gehört hier jetzt. Aber ich kann die hier hin tun. Oder ich tue die einfach direkt hier rein und dann haben wir das auch gegessen. So. Jetzt lass mal gucken, was hier so kommt.
Ich hatte doch gerade erst einen Bossfight. Ich habe meine Mine verballert. Wir blenden die. Ach so, nee, Moment. Da kommt gar nichts. Wäre mir auch zu gefährlich, unter diesen riesigen Stahlcontainern einfach durchzulaufen. Mal im Ernst, da muss ich nur einmal Klick machen und dann bin ich da platt. Das kann ja aus Versehen oder unaus Versehen passieren. Weißt du, hast du deinen Arbeitskollegen ein bisschen aus Versehen verärgert, weil du aus Versehen mit seiner Frau geschlafen hast? Dinge passieren. Ja, und dann lässt er einfach so eine Kiste auf dich fallen. Aus Versehen. Der sagt dann auch, ja, Dinge passieren. Und du denkst dir dann so, mhm. Klassiker, wer kennt's nicht? Oh. Als ob wir jetzt wieder hier sind. Die hat er uns runtergeschubst. Geschissen. Irgendwo. Hier ist nichts. Okay, dann gehen wir wieder. Jo, Heisenberg, Leute! Nicht schlecht, nicht schlecht, Winters. Du bist hartnäckig. Aber meine Rebellion wartet. Muss ich schießen? Nee. Und du bist mir im Weg. Ich hab nicht gedrückt, er hat gedrückt. Ich kann immer noch nichts machen. Hi, Hunter! Du bist, glaube ich, kurz vorm Finale. Wiedersehen! War nett mit dir! Quicktime? Muss ich das Ding greifen? Nö. Badezeit! Badespaß mit Shy Guy. Vielleicht sollte ich so ein Hot-Tube-Video jetzt machen. Bastard. Ach ja, wir und unsere drei Finger. Ja. Das ist doch Hi, Hunter. Jetzt sind wir wieder unten, ne? Abwasserkanal. Jo, wo komme ich denn jetzt hier? Da ist... Moment, hier ist blau. Hier kann nichts sein. Außer vielleicht noch ein Gang. Ne, hier kann ich kann tatsächlich nicht mehr ins Wasser zurück. Okay. Zack, schon tot. Ja, easy snack, ne? Wenn es doch nur so einfach wäre. Bin ich denn hier? Rottplatz. Ah, ja, klar. Der damit. Hi, Chris. Ich hatte dich gewarnt, Ethan. Halt dich raus. Was erwartest du von mir? Du hast meine Frau getötet, du Bastard. Glaubst du das ernsthaft? Das war sie nicht. Das war Miranda. Was? Was? Sie ist eine Biowaffe. Hat ihre Form verändert und dir Mia vorgespielt. Die Schüsse hat sie auch überlebt, aber ich bring das zu Ende. Bullshit. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Weil ich wusste, du würdest dich einmischen. Und wir können bei so einem Auftrag keine Zivilisten gebrauchen. Warum wir, Chris? Hunter, was läuft hier eigentlich? Ich schreibe dir nachher privat, ja? Okay, Ethan. Schon gut. Ist mega warm. Die Erklärung bin ich dir wohl schuldig. Ja, Mann! 17 Stunden lang! Gib mal den Schlüssel. Okay, 16. Der Anfang war ja noch okay. Storytelling with Shy Guy. Kurz gesagt, Miranda ist eine Irre. Und das Dorf,
Die Monster, diese Freaks, hat sie erschaffen. Wohl in einem Experiment mit dem Pilz. Der Pilz? Wie in Louisiana. Verflucht. Ich dachte, ich könnte meine Familie retten. Ich kann hier nicht weg. Ich kann gar nichts tun. Das stimmt nicht ganz. Sieh dir das an. Ich fahre, du spielst. Wir haben meine Männer mir vorhin geschickt. Meander. Sind noch mehr. Rose, scheiße, wir müssen los. Ruhig, meine Männer beobachten die Situation. Aber sie haben Rose. Kapier's endlich. Allein hast du gegen Miranda keine Chance. Geht das denn auch mit einem Schalldämpfer? Ich bleibe hier und platziere die restlichen Sprengsätze. Du nimmst den Aufzug, wir treffen uns dann oben. Wir holen deine Tochter da raus, versprochen. Zusammen. Verlass dich drauf. Und wenn ich Miranda finde, bring ich sie um. Okay, dann. Nimm den hier. Und eins noch. Spiel nicht den Helden. Don't be a hero! Warte, ist nicht so ein DLC aus dem Teil 7? Waze, du hast verpasst den Endboss-Fight von Propellermann, glaube ich. Ich weiß nicht, seit wann du weg warst, aber den habe ich auf jeden Fall gemacht und ich befürchte, den hast du verpasst. Den müsstest du dir dann auf meinem YouTube-Kanal nochmal angucken, wenn du willst. Der war aber jetzt auch nichts so Besonderes. Der war okay. Kann man mal machen. Im Replay, genau. Kann man mal machen, aber muss man auch nicht. So, hier, Untersuchung. Hound Wolf Squad. Das HWS, wer kennt's nicht? Durchsuchung der Fabrik abgeschlossen. Keine Beweise für Verbindung mit der Organisation. War wohl nicht unser Glückstag. Ich habe aber ein paar Dokumente mit Informationen über Mirandas Experimente gefunden, die unsere Vermutungen bestätigen. Sie scheint sich selbst mit dem Mutamyzid infiziert zu haben, was ihr eine Reihe von Fähigkeiten gab. Darunter Mimikry. Sie kann also ihre Zellen kontrollieren und jede beliebige Gestalt annehmen, sei es jemand oder etwas. Alter, die ist einfach Chris oder die ist der Stuhl, auf dem ich eben noch saß. Sie hat sich als mir ausgegeben und ist in Ethans Haus eingedrungen. Ihr Ziel war eindeutig die Entführung von Rose. Vielleicht dachte sie, es wäre leichter, die Kontrolle über Rose zu erlangen, wenn sie ihre Mutter wie ihre Mutter aussieht. Mit unserem Angriff hatte sie wohl nicht gerechnet, deshalb musste sie ihren Tod vertäuschen. Später im Transporter hat sie sich selbst wiederbelebt, alle Mitfahrenden getötet und ist damit Rose gefunden. Deswegen hatten wir den Unfall. Für sie lief es nicht ganz wie geplant, aber letztendlich hat sie bekommen, was sie wollte. Doch jetzt ist Schluss damit. Alter, Deutsch. Sobald ich die Fabrik gesprengt habe, stoße ich zu euch. Ein Kampf gegen Heisenberg ist wahrscheinlich, aber ich habe hier etwas gefunden, das mir nützen könnte. Das Ding hinter mir. Ein Kampffahrzeug, das aus einem Metallpolymerverbund zu bestehen scheint und das er mit seinen Kräften nicht zu kontrollieren. Und das kann er mit seinen Kräften nicht kontrollieren. Mal sehen, wie es ihm schmeckt. Alpha. Er ist das Alpha und ich das Omega. Woo! Und jetzt machen wir eine Spazierfahrt. Eine Spazierfahrt, die ist lustig. Eine Spazierfahrt, die ist schön. Ja, da kann man so viel töten und den Gegner sterben sehen. Metallpolymerverbund? Na, Hauptsache es schießt. Ich komme, Rose. Ich hab unendlich Schuss. Jo, das Ding fährt einfach automatisch. Wo ist meine Front denn? Alter, das Ding kann einfach seitwärts fahren. Ah ne, da ist meine Front. Oder mein Heck. Bin mir nicht ganz sicher.
Als ob ich jetzt hier gegen den kämpfe. Wir warten mal nach, bis es nachgeladen hat. Du gottverdammte kleine Kakaolake! Du glaubst, du bist mir gewachsen? Du, dann bin ich wenigstens ein Schwung für das Miststück. Lass uns das klären. Die echten Männer. Deine Leiche. Jetzt ist gut in meiner Armee machen. Schieß nur. Magneto! Magneto! Jetzt fällst du da gut. Ja, geht so. Danke der Nachfrage. Alter, hast du das denn nicht? Ich will mehr. Blocken müssen. Ja, ich kann schießen und blocken. Ernsthaft? Mehr Blatt. Unterschätze die Liebe eines Partners. Ist das alles? Komm schon! Zu langsam! Vermeide dich vor meinem Stahlkörper! Dafür bin ich diesem verfluchten Wald wohl ganz schuldig! Ich töte sie mit der Knopf, die sie mir erklärt! Ein Sohn wie ein Buch besteht. Hey, hier drin. Scheiße. Oh, nicht aufgeben. All die Jahre unter der Kuppel dieser Schlange. Das war nicht gleich, weißt du. Die Dorfbewohner sind nichts als wertlose Marionetten. Ich bin ein verdammter Freiheitskämpfer. Mein süßes Töchterchen wird mir helfen, noch stärker zu werden. Und das war Bilder. Ohne Scheiße. Krieg zur Hilfe. Die Zeit für Spiele ist vorbei. Was denn jetzt? Aber erst zu dir. Lauf, Tobi, lauf! Hast du Spaß? Jetzt wird's ernst, Ethan. Letzte Runde. Was muss ich machen? Ja, was denkst du? Aussichtslos. Hab ich recht? Geh auf. Ein einfacher Mensch wird... Die gegen mich gewinnen. Das ist nicht David gegen Goliath. Das ist Ethan gegen die Apokalypse. Ich hab so ein Gefühl, was ich machen muss, aber wissen tue ich es halt nicht, wa? Beeindruckt. Zu schade, ich bin dein einziger Fan. Daneben, scheiße. Aber irgendwie doch getroffen. Sterb, als würdest du am Leben hängen. Nee, noch nicht. Erfolgsbegleiter! Töten musst du ihn, glaube ich. Könnte sein! Ja, habe ich noch gar nicht probiert, Erfolgsbegleiter. Vielleicht sollte ich wirklich mal... Beeindruckt. Ist das so richtig, Erfolgi? Was meinst du?
Mach ich das richtig? Wo ist denn sein Kopf? Da oben, oder? Jo! Auf Nummer Wiedersehen, Ethan Winters! Du hättest meinen Deal annehmen sollen! Du siehst Rose in der Hölle wieder! Ich sag deiner Mama in der Hölle hi! Und dann gehört Rose nach mir! Willkommen zu Battlefield 2070. War dann doch ein bisschen spezieller als gedacht. Sind wir mal ehrlich. Reif für den Schrottplatz. Freigeschaltete Trophäe. Nice. Ethan, was ist passiert? Da war eine Explosion. Ja, nur so zwei, drei. Heisenberg, sind wir los. Jetzt suche ich Miranda und rette Rose. Nicht ohne mich. Es ist zu gefährlich. Warte dort, verstanden? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, antworte! Mia! Aber... Unser Kind. Sie bedeutet uns so viel, hm? Huh? Für sie würde ich alles tun. Irgendwas mit meinem Arm gerade, ich weiß nicht. Genau wie ich. Ohne Heisenberg fehlt dir jede Spur. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung, aber ich rette Rose. Du ahnst nie was, oder? Selbst Mia konnte ich dir vorspielen. Armer Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Miranda. Genug. Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Rose ist ihre Nachfolgerin. Nein. Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Und sie wird mir gehören. Leck mich, du Miststück! Beruhige dich. Rose wird leben. Der Megamyzet vergisst niemanden. Allerdings... wird sie als meine Tochter wiedergeboren. Sie ist mein Kind, nicht das. Wo bist du? Los, zeig dich! Was macht Rose so besonders? Sind es ihre Eltern? Denn du bist wirklich einzigartig. Aber ich habe genug von dir gelernt. Du hast als Versuchskaninchen ausgesorgt. Komm raus und zeig dich! Du feiges Stück Scheiße! Keine Sorge, Ethan. Dein Tod wird schmerzlos. Das sieht aber ganz schön schmerzhaft aus. Der wird sich deiner annehmen. Du hast mir mein Herz rausgerissen. Ich werde später noch dein Blut untersuchen. Sowas... Bei Tagesanbruch wird die Zeremonie beendet sein. Das tut und weh. Ich werde ihre wahre Mutter. Auf ewig verbundenem Blut. Das checkt bestimmt, ja. Falsche Seite, Tobi, falsche Seite. Nee, ich bin gespiegelt. Bei mir ist hier richtig. Ich bin aber gespiegelt. Jetzt wird mein Traum endlich wahr. Aber gut aufgepasst. In Gestalt von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen. Alter, wie lange kann man ohne Herz überleben? Keine 5 Minuten, würde ich sagen, oder? Es gibt Menschen, wo das Herz auf der anderen Seite liegt. Ja, stimmt, das habe ich auch schon mal gehört. Tod von Ethan Winters bestätigt. Ich konnte die Leiche nicht bergen, aber ich hab's auf Band. Okay. Kurze Zusammenfassung. Das Team und ich waren unachtsam. Gestern erfolgte ein Angriff auf Miranda, den sie überlebte.
Wer hätte gedacht, sie könnte Leiche spielen? Miranda könnte Ethan infiziert haben. Deshalb habe ich Rose und ihn mitgenommen. Aber das Fahrzeug mit den beiden wurde angegriffen. Als ich dort ankam, waren Ethan und Rose weg. Das letzte Mal, als ich mit Ethan Kontakt hatte, hörte ich Mirandas Stimme. Sie hat ihn getötet. Und damit kommt sie nicht davon. Wann hat das endlich ein Ende? Das frage ich mich auch. Stunde 17, Junge. Die Mission? Alles. 3 Jahre dauert das Ganze jetzt schon. 3 Jahre zu lang. Ich kann es dir gleich beweisen. Wir kriegen sie, Boss. Team ist startklar. NX23APC. Falls irgendeiner das wissen wollte. Die BSAA ist also schon hier. Die lassen nichts anbrennen. Planänderungen? Nein, das ändert gar nichts. Miranda töten, Rose retten. Das ist die Mission. Und wir dürfen nicht scheitern. Genießen wir es, Leute. Wie in alten Zeiten. Ausschwärmen. Roger. Okay. K9, ich will wissen, warum die BSAA hier ist. Find raus, was du kannst. Okay, wird erledigt. Ist schon eine Weile her seit unserem letzten Einsatz. Welcher war's noch gleich? Die Wüste? Ich hab das Beobachten satt, bin völlig eingerostet. Dafür wissen wir aber über Mirandas Pläne Bescheid. Dass sie sich in Mia verwandeln konnte, ist echt krass. Naja, 5 Treffer zwischen die Augen sind auch nicht von schlechten Eltern. Gruselig. Kannst du das lesen? Gespiegelt. War sehr zensiert worden, aber ist gespiegelt. So, wo geht denn jetzt hier lang, ha? Wir spielen als Chris Redfield, wie in guten alten Zeiten. Du und deine Hobbits, garstige Hobbits, leckere Hobbits. So. Ich mag übrigens das Gewehr. BSAA, die kennen echt nichts. Mein Gott. Das sieht ziemlich übel aus. Schon ein Plan, wie wir vorgehen? Kopfschuss. Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Ich halte den Rücken frei. Dann mal los. Haltet nach feindlichen Biowaffen Ausschau. Verstanden. Kartograf Errungenschaft freigeschaltet. Kontakt mit Gruppe feindlicher Biowaffen. Es sind mehr als wir dürfen. Ich hab nur 300 Schuss. Keine Ahnung, ob ich das schaffe. Könnt ihr mir mal ein bisschen Materialien droppen, wie sonst auch? Bisschen Kraut, ein bisschen Schießpulver, Roastbeef, ein Sandwich. Verstanden. Jetzt ist er beim SDK. Nee, offiziell bin ich beim New Umbrella Corporation. So ein Bullshit. Wer sich auch immer das ausgedacht hat, gehört gefeuert. New Umbrella Corp. BSAA-Fahrzeug gesichtet. 2 Wachen. Die hole ich mir. Werd nicht übermütig. Oh, was sind das? Ah, ein Markierer für... Ah. So nice. Damit markierst du so ein... so eine Stelle. Und dann kommt ein Luftschlagangriff. Jetzt wird's aber langsam echt COD. Das ist alles
Ja. Mutamycet. Dort finden wir sicher Miranda. Na los. Na los, sagt er, als die ganzen Bäume sprießen. Große mutierte Biowaffe gesichtet. Der Pilz könnte infektiöse Spuren versprühen. Behaltet eure Masken auf. Als ob ich in dem Moment nachladen musste. Hallo, lad nach! Das habe ich nicht gemacht. Ah, hier ist noch eine Pistole übrigens. Hallo Frau Reichensteinigin. Ich meine, bonjour. Habt noch einen schönen Abend und viel Spaß. Vielen Dank, Frau Reichenstein. Schön, dass du so lange im Lurk dabei warst. Ich wünsche dir ebenso einen schönen Abend. Bis bald, genau. Ach, und hier, Volksbegleiter. Schön, dass du überhaupt eingestellt hast. Ich weiß gar nicht, ob ich, ich bin's. Ordentlich heil gesagt habe. Position und bereite Feuerunterstützung vor. Dauert nicht lang. Verstanden. Hier, Tantra. Hinterlasse Munitionsnachschub in einem der Häuser. Bedien dich. Kann man mal machen, ne? Gewehrmunition, Pistolen, Arznei. Sagt aber in einem der Häuser. Alter, habe ich mich erschrocken, als mein Ding plötzlich von oben runter kam da. BTF. Klar, wir müssen den langen Weg nehmen. Knockout! Da haben schon die 300 Schuss, inzwischen sind es 600. Hammer, ich brauche Hilfe! Ich sehe dich, 200 bis 10 Position. Oh, das war falsch, ich wollte eine Granate werfen. Klassiker COD-Style wollte ich eine Granate werfen. Noch jemand? Ich frage für einen Freund. Kurz mal nachladen. Von einer Mutamycet-Kolonie dieser Größe habe ich noch nie gehört. Autsch! Was habe ich da bekommen? Mal nachgeschossen. Achso, der. Ich glaube, ich habe den Pfeil abgeschossen, ne? Ich hab dich im Blick, Boss. Ganz weiter. Kurz nachladen. Tschüss! Die gute Frau Reichenstein. Alter! Der lädt schon lang nach!
Kisten. Alter, den habe ich gleich mit der letzten Kugel im Lauf geholt. Wenn meine Mutter das sehe, wird sie denken, ich bin in der Hölle gelandet. Meine Mama sieht und sie denkt auch, ich bin in der Hölle gelandet. Boah, ich laufe einfach durch, ist mir egal. Scheiße, ist der groß. Okay, Lobo. Ich markiere das Ziel. Alles klar, Boss. Jo, so schnell geht das nicht! Muss nachladen, warte kurz. Jo. Da kommt ein Schwarm auf dich zu. Ich hab doch noch blocken wollen. Jut! Mach mal halblang, hier muss ich erstmal aufbauen. Jo, wie soll ich denn jetzt noch agieren? Ist mir egal, hier. Verdammt, die Dinger benutzen Waffen. Das gleiche könnten die über dich sagen. Warte, ich mach hier. Danke, verstanden. Augenblick. Muss nachladen. Sie kommen. Die wollen auf uns. Ich habe halt keine Heilung mehr. Was ist mein nächstes Ziel? Das ist aber auch ein doofes Finale. Ich bin kein Fan. Das hat mehr von COD zu tun als mit Resident Evil. Gefällt mir nicht. Okay, Lobo. Ich markiere das Ziel. Alles klar, Boss. Gefällt mir wirklich gar nicht. Also das hier ist so. Keine Ahnung. Muss nachladen. Warte kurz. Ein Schwarm auf dich zu. Nachladen. Sie kommen. Halt die.
Verstanden. Wir sollten sie besser schnell erledigen. Das Ding ist doch riesig, da muss nichts markiert werden. Wie gefällt dir das? Gar nicht, das ist totaler Müll. Absolut enttäuschendes Ende. Richtiger Schrott. Richtiger Schrott. Wo geht es lang? Ich habe keine Ahnung. Hier rein oder was? Ich habe einen Eingang gefunden. Gehe jetzt rein. Ihr bleibt zurück. Boss, ich habe den Pilz mit einer Probe aus dem Haus der Bakers verglichen und es gibt keine Anzeichen für Genomeditierung wie bei der E-Serie. Das Zeug stammt von hier. Absoluter Müll. Richtiges Schrottende. Ich könnte mich richtig drüber aufregen. Das hier hat so Resident Evil 3 Remake-Style. Absolut in die Tonne. Absoluter Müll. Da hast du keinen Bock drauf. Wenn du weißt, dass das hier auf dich wartet, hast du keinen Bock, dieses Spiel zu spielen. Das ist absoluter Müll. Richtiger Schrott. Das hier ist gleichzusetzen mit dem E.T. damals. Einfach verbuddeln. Ohne Scheiß. Richtiger Müll. Bewachst den Megamyzeten, was? Wir machen dir zu schaffen. Ich brauche deine Hilfe. Boss, du bist in einer Höhle. Da ist eine Öffnung in der Decke. Benutz die. Okay, auf dem Weg. Halt euch. Okay, markiere das Ziel per Laser. Was nicht da ausweist, bin ich reingeblieben. Freundliche Biowaffe in ihm. Mein nächstes Ziel. Ich gehe weiter. Der Rest von euch bleibt oben. Ich zieh das jetzt durch bis zum Ende. Frage, wenn Mia Miranda war, wo ist dann Mia? Denke nicht, dass Miranda sie noch brauchte. Ich blick das alles nicht. Wie konnte Miranda von Rose wissen? Hat's auf Mutterleaks gelesen vielleicht? Dafür haben wir später Zeit. Jetzt hat die Mission Vorrang.
Da ist er. Der Megamycet. Lass mich raten. Laser abpassen. Das ist absoluter Müll. Absoluter Müll. Alpha Antem. Ich bin jetzt bei Megamycet. Dann können wir das Ganze endlich beenden. Bitte, ja. Wurde aber auch Zeit. Ein zwei Sprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Und du stehst direkt daneben. Nicht bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Ich gehe rein. Okay, viel Glück. Boss, ich habe freie Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Abstand halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Die Wurzeln allen Übels habe ich gerade freigeschaltet. Wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem, du hättest es ihm sagen sollen. Ja. Oh Mann, oh Mann. Das muss Mirandas Labor sein. War es die Fledermausfrau? Oder so? Das Kado. Damit kontrollieren sie also die Biowaffen. Sieht aus wie das Große, nur ein Klein. Batman's Cave, ja, so in etwa. Ja, warum das Ding auch zerstören, wenn man es einfach leben lassen kann? Miranda, ich bedauere zutiefst, Sie auf so unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, Ihrem reizenden Dorf einen Besuch abzustatten. Wobei ich mir nicht anmaßen möchte, zu behaupten, eine Unsterbliche wie Sie würde sich überhaupt an einen halb im Schnee verreckten Medizinstudenten wie mich erinnern. Ich habe diese Offenbarung, die mir während meines Besuchs in Ihrem Dorf zuteil wurde, immer in Ehren gehalten. Ihre Forschungen waren sehr inspirierend für mich. Ich halte es für visionär, dass man einen Menschen mit einem Organismus infizieren und so verwenden kann. Ich wusste, dass ich mit diesem Wissen meine eigene Vision für den nächsten Schritt in der menschlichen Evolution würde verwirklichen können. Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach zwei Weltkriegen sich auch heute noch wieder und wieder in Zwistigkeiten verrennt, bestärkt mich in meinen Bestrebungen. In den vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir Abend für Abend führten, wurde mir jedoch noch bewusst, dass sich Ihre Überzeugung von der meinen unterscheidet. Sie wollten eine einzelne verstorbene Person zurückholen. Ich wollte die Welt verändern. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen für die sich exponentiell ausbreitende Infektion, die ich anstrebe. Ein Virus war dafür besser geeignet. Das war der Grund für meine unvermittelte Abreise. Ich bereue noch heute, Ihnen nie Lebewohl gesagt zu haben. Jetzt kommt's. Wer hat das geschrieben, Leute? Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich Ihnen Neuigkeiten überbringen. Ich habe den Schlüssel zur Evolution gefunden. Progenitor. Ein in Afrika heimliches Virus. Ich habe vor, mit Freunden und Kollegen eine Firma zu gründen, die das Virus erforscht. Sie wird Umbrella heißen, nach dem Regenschirmsymbol aus der Höhle, aber über das wir sprachen. Ein weiterer Schritt zur Verwirklichung meiner Vision ist also getan. Ich hoffe, dass auch Sie eines Tages Ihr Ziel erreichen werden. Sie haben mich so viel gelehrt, dafür stehe ich ewig in Ihrer Schuld. Herzlichst auf ewig Ihr Schüler Oswald E. Spencer. Spencer? Hier? Ich glaub's nicht.
Geil. Das war gut. Mit so einem Brief nochmal Zusammenhänge zu schließen, ist geil. Hätten wir das nicht gelesen, hätten wir jetzt nie herausgefunden, worum es ging. Ist hier irgendwas? Ah ja. Auch wieder nichts drauf. Eine Mutter mit ihrem Kind. Afrika, natürlich, natürlich. Nimm die Hände hoch. Amber Ice hier Alpha, bestätige Mirandas Position. Noch bei der Zeremonie. Was auch immer sie tut, sie rührt sich nicht. Mein Gott. Du bist das wirklich. Hakuna Matata. Wie kommst du hierher, Mia? Geht's dir gut? Sie haben ein paar Experimente gemacht. Warte mal, Mia. Mia Winters. Genau die. Wie sieht's da oben aus? Hier geht's mächtig ab, aber wir kommen klar. Konzentriert bleiben. Weiter nach Plan. Ich gehe in Richtung Zeremonie. Warte. Nimm mich gefälligst mit. Du hast es versprochen. Du hast gesagt, du beschützt uns. Wir haben doch alles getan. Wir sind hierher gezogen. Alles. Und es war mir egal. Solange wir es zusammentun. Aber jetzt sag mir, wo ist mein Mann? Wo ist meine Tochter? Wie vermisst. Fort. Ich konnte nichts tun. Aber Rose kann ich noch retten. Komm. Hier wird es zu gefährlich. Was meinst du mit Fort? Er ist tot. Tut mir leid, aber wir müssen hier weg. Wir müssen dieses Dorf zerstören. Nein! Du irrst dich! Ich wollte es geheim halten, aber du verstehst nicht, wie besonders er ist. Kommt da jetzt noch viel oder soll ich noch eine neue Folge aufnehmen? Naja, komm, Finale mache ich als eine Folge. Dann halt Stunde 17 plus 18. Weiß ja jetzt echt nicht, ich habe keinen Lust. Was ist passiert? Dass das jetzt in 20 Minuten wieder vorbei ist. Ist da jemand? Das erste Drittel von dem Game Cast. Ja, Marsch, Erfolgsbegleiter. Am Popo! Erste Drittel vom Game Master. Da möchte ich mir eine Kugel geben. Oh, oh Gott, ist das kalt. Wir haben wieder alle Finger. Stell dir das mal vor. Geht eigentlich. Also, ein Game von 45 Stunden wäre eigentlich das, was jeder will, ne? Also, was viele Leute wollen. Damit das Geld sich auch immer lohnt. Du bist so dumm. Evelyn, wie kann das sein? Du bist tot. Tot? Ich meine, Miranda, sie... Nein, ich muss Rose retten. Falsch! Es war nicht Miranda. Du warst immer tot. Was redest du da? Ich kann doch... Siehst du? Nicht Miranda war es. Fandest du es denn gar nicht komisch? Bei allem, was du einstecken musstest? Erinnere dich.
vor 3 Jahren. Bei den Bakers. Jack hat dich getötet. Du bist tot. 3 Jahre schon. Das ist unmöglich. Nein, das... Du solltest gar nicht mehr hier sein. Auf mit dem Scheiß! Du solltest nicht leben. Fick dich! FSK 18, Leute! Was bin ich dann? Na, 16. Schimpfwortfilter und so. Der hat das F-Wort gesagt, dieser Unhold. Fort. Voll böses Wort. Niemand darf Fort sagen. Verstehst du es jetzt? Dein ganzer Körper besteht aus Schimmel. Du wirst deine Familie nie wiedersehen. Familie? Familie? Das ist das böse Wort. F wie Familie. Oh Gott, ich hab's gesagt. Rose. Ich muss meine Tochter retten. Du bist schon lange tot. Tot. Blut ist dicker als Wasser und Schimmel ist dicker als Blut. Rose. Dabei heißt es immer, man soll nicht ins Licht gehen, ne? Könnte ein Zug auf einen zukommen. Das Licht am Ende des Tunnels. I'll save you, no matter what. Na, genug geschlafen? Wo bin ich? Mein Wagen, Ethan. Du hattest einen Albtraum. Duke? Dein Kampf gegen Heisenberg war eine Augenweide. Aber dass Miranda sich zeigen würde... Bam, bam, bam. Weg? Es dämmert bald. Mir dämmert da auch was. Duke, helfen Sie mir. Ich muss zu Miranda. Ich weiß, deshalb sind wir schon auf dem Weg. Wir sollten bald da sein. Danke. Aber Ethan, bist du dir auch sicher? Dein Körper, naja, fällt auseinander. Ja. Das war dumm von mir. Apropos dumme Fragen, wer, was sind sie? Da bin sogar ich überfragt. Wir sind da. Ich schulde Ihnen was. Also, Ethan, ich befürchte, du wirst nicht in deine alte Welt zurückkehren können. Bist du bereit? Ja. Ich muss es sein. Dann mal los. Irgendwie vermisse ich jetzt die Ausrüstung vom Chris Redfield. Kann ich den auch nutzen? Aber gerne. Lol, ich kann den wirklich noch nutzen. Alter, wie viel Geld hat einfach. Das macht keinen Sinn. Den hat Chris getötet, nicht wir. Das macht keinen Sinn.
Oho, die Fusion von Mensch und Maschine. Es sprüht geradezu von Heisenbergs Esprit. Die gönnen wir uns noch. Erhöht die Magazinkapazität. Es kann sein, dass sie dadurch nachgeladen werden. Halloween kann er sich als Yoda verkleiden. Aha. Vielleicht haben wir jetzt volle volles Magazin wieder. Eine interessante Wahl. Oh, ausgezeichnete Wahl. Hast du denn auch alles, was du brauchst? Bitte, gib acht. Danke. Gib acht oder neun, zehn Finger her. Alles cool. Wer hat das hier denn wieder sortiert? Das kann sich doch kein Mensch geben. Guck, da ist unser Magazin voll. So, die Flintenmuni. Zur Flintenmuni. Hier. Da. Als ob wir so viel Scharfschützenmunition haben, krass. So. Nee. Oder? Doch, aber auch nur, weil dann immer noch eine Mine hergestellt werden kann. So. Speichert! Und dann geht's ab. Na, da ist drauf. Jetzt habe ich hier keine Munition. Jetzt habe ich hier Munition. Alter, ich kann nicht mal laufen, weil ich so fertig bin. Aber ich soll jetzt gegen Miranda kämpfen. Mhm. Finale! Oh! Achso, jetzt verstehe ich warum. War geduckt. Aber ich kann trotzdem nicht laufen. Lasst mich in Ruhe. Jetzt konnte ich laufen. Die letzten paar Stufen. Meine Eva. Meine wunderschöne Tochter. Komm zu mir. Eva. Bist du es? Komm zu Mama. Ich habe dich so vermisst. Was? Du bist nicht Eva. Meine Kräfte verlassen mich. Rose. Miranda. Interessant. Dein Körper. Wirklich erstaunlich. Gib mir Rose. Sofort. Du wirst sehen. Sobald du ausradiert bist, wird... Ethan, jetzt! Los! Ich habe mein Leben für diesen Moment geopfert. Und du willst ihn mir einfach wegnehmen? Ich nehme, was mir zusteht.
Mein Wunsch wird sich erfüllen! Nein. Rose ist mein! Ach du Scheiße! Du hast deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyceten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen um die kleine Rose. Bei mir wird sie glücklich sein, das verspreche ich. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar für immer. Ich lass dich nicht davon kommen. Ich dachte, die wäre zurückgelassen. Du Steinschuss. Hab keine Angst. Ja, warte, mach jetzt so. Mach dich bereit. Du weißt, was es bedeutet, sein Kind zu lieben, oder nicht? Auch ich liebe mein Kind! Mann, verstehst du es endlich? Rose ist mein der Kind, Mega nicht dein. Der Megamyzet hat mich aus der Verzweiflung gerettet. Mir unsagbare Macht verliehen! Ja, klar. Und dich komplett austrinken lassen. Wir alle sterben schließlich irgendwann. Oh, das war's mit meiner Muni. Na gut. Oh, gut, das war nur. Und als nächstes noch Molly? Nee. Aber komm, wir haben hier noch ein bisschen Schutz. Die verballern wir noch schnell. Wo ist sie? Da ist sie. Und übergib dein elendes Leben dem Megamyzeten! Nein, nicht noch ran! Stopp! Und als nächstes haben wir dann noch. Ja, why not? Komm. Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir die Dinge überlässt. Schlaf jetzt. Den Teufel werde ich. Ich werde meine Tochter wiedersehen. Got you, babe. Na, 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 na. Ja, mach noch sechs Schuss. Wenn ich Rose mit den Megamyzeten vereine. Doch meine Tochter sich mir endlich zeigen! 100 Jahre habe ich gewartet. 100! Nur für diesen Tag! Du lebst noch. Wundert dich das wirklich? Oh, ich bring dir ewige Ruhe. Schlechte Waffen nachgeladen. Sie ist meine Tochter, du krankes Miststück. Letzte Heilung? Oder? Nee, ich habe noch eine Heilung mehr. Okay. Keine Heilung mehr. Hab mich gehört. Bin tot. Wenigstens darfst du vor deinem Kind sterben. Leck mich, Spiel! Dunkles Imperium? Ach, Dukes Imperium. Dukes Imperium.
Hab ich noch irgendwas zum Verkaufen? Pistolenmunition hätte ich noch viel zu verkaufen. Scharfschützenmunition. Die kann ich nicht gebrauchen. Dafür ist die Olle zu schnell. Warum bringt auch nicht so viel? Irgendwas, was ich mit 20.000 die Feuerkraft noch erhöhen kann. Nee. Selbst natürlich jetzt alles nichts mehr wert, ne? Ich könnte die alten Waffen verkaufen, aber das will ich nicht. Ich versuch's nochmal, tatsächlich. Meine Eva. Und versuche einfach. Meine wunderschöne. Du hast deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen um die kleine Rose. Bei mir wird sie glücklich sein, das verspreche ich dir. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar für immer. Ich lass dich nicht davon kommen. Mach dich bereit. Bitte, Ethan, quäl dich nicht. Deine Mama quält mich. Gib dich hier. Also, ihr bin ich unter den beiden doch durchgekommen, dachte ich. Dein wo ist die? Das sollte ich scheinen. Jo, stirb du doch einfach. Wie kann ein Mensch wie du ohne Herz sein? Bist du wirklich keiner von uns? Der Megamycet hat mich aus der Verzweiflung gerettet, mir unsere wahre Macht verliehen! Ja, klar. Und dich komplett austicken lassen. Das weiß man nicht, wie ich dem ausweichen soll. Vielleicht einfach im Kreis rennen? Einfach blocken? Da habe ich gerade die Waffe wechseln wollen. Wird dich das töten? Ach, ich muss die Dinger, glaube ich, abschießen, bevor. Wahrscheinlich hätte eine Pistole im Schuss gereicht. Ich kann jede Gestalt annehmen. Vogel. Bestie, Hexe, sogar die deiner Frau. Ja. Stimmt. Verwandle dich in eine tote Kuh und wir sind alle Urtrüger.
Gefühl, als würde ich dir gar keinen Schaden machen. Zum Glück bin ich der mal ausgewichen jetzt. Spüre den Zorn der Finsternis! Was kommt denn jetzt? Achso, warte! Okay, hier ist keine Deckung. Jo. Was denn das jetzt? Achso, null Angriff, jeder eine Rauch, okay. Ach, ich hab noch meine Magnum übrigens. Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir die Dinge überlässt. Schlaf. Den Teufel werde ich. Wenn ich Rose mit dem Megamyzeten vereine, wird meine Tochter sich mir endlich zeigen. 100 Jahre habe ich gewartet. 100! Nur für diesen Tag! Meine Tochter, du krankes Miststück! Ach, wo piept ihr denn jetzt gerade? Ich weiß es nicht. Hat's gereicht? Nee, hat's nicht. Du lebst noch. Man hat keine Ahnung, wie viel die überhaupt noch hat. Na. Wie viel die noch braucht. Ob das überhaupt irgendwie. Schaden überhaupt irgendwas. Du hast halt echt keinen Plan, wo du dran bist bei der. Nur um wirklich sicher zu gehen, verfüttere ich dich an den Meter. Lol. Dramatischer Abgang! Ich glaube, das hat sie nicht kommen sehen. Die hat aber richtig was geschluckt, die Olle. Boah. Und noch eine Stunde länger als gedacht. Hätte ich nicht erwartet. Aber dann gibt es wenigstens ein glorreiches Finale auf dem YouTube-Kanal. Alles gut, Rose. Alles gut. Ethan! Ethan! Komm schon, Ethan. Komm schon, Ethan, wach auf! Warum hängt halt der Atem da eben, ey? Jo! Chris. Ethan. Das war's. Es ist aus. Das war's wohl für beide von uns. Ethan. Wir müssen los. Rose ist doch so mächtig, die wird ihn doch gleich wieder heilen und retten und. Ethan, in dem Ding ist eine Bombe, die das ganze Dorf hochjagt.
Sieh mich an. Wenn ich hier drauf drücke, sind wir besser weg. Verdammt. Mia wartet auf dich. Sie lebt, hörst du mich? Sie lebt. Mia, es tut mir leid. Ich liebe dich. Pass auf, Rose, auf. Hey, hey. Hey. Sag ihr das selbst. Komm schon, es ist nicht mehr weit. Pass auf sie auf. Ich vertraue dir. Verflucht! Wiedersehen, Rosemary. Habe ich schon den Witz gemacht, dass das die Vorgeschichte zu Rosemary's Baby ist? Meistens wird den so die Hand einfach abfallen. Blub. Hier so, Hand weg. Oh shit, was soll ich tun? Kann keinen Knopf mehr drücken. Oh. Bring uns hier raus! Warte! Wo ist Ethan? Schneller! Wir müssen sofort weg! Nein! Ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin! Mir hinsetzen und anschneiden. Nicht bevor du mir sagst, wo Ethan ist. Er würde uns erst noch mal kurz Zigaretten holen. Sag mir, was los ist. Wo? Bye, Ethan. Was war das? Ich sagte, setz dich hin. Nein. Wo ist er? Chris? Was hast du getan? Er ist tot. Ich konnte... Er ist geblieben, damit wir fliehen können. Tut mir leid. Boss! Sieh dir das an. Die BSAA hat keine Soldaten geschickt. Das ist eine Biowaffe. Was haben die sich gedacht? Wie lautet der Befehl? Versammel den Rest des Teams. Dann zur europäischen BSAA-Zentrale. Dafür werden sie bezahlen. Gott sei Dank. Das fand ich am Anfang richtig cool gemacht. Mit dem gierigen Kind. Fand ich cool gemacht. So, Fazit, Leute, ja. Chris, lass den einfach in Ruhe. Lass den armen Chris einfach aus dem Geschehen raus. So, den ganzen Teil von Chris, absoluter Müll. Also da habe ich mich echt gefühlt wie
Battlefield oder COD Zombie Modus oder so. Call of Duty ist da, hat sich da inspirieren lassen. Hätte nur noch gefehlt, dass es Battle Royale ist. Absoluter Müll, die Stelle. Die Story an sich fand ich gut, gefiel mir. Lady Dimitrescu war cool. Die anderen drei. Ja. Heisenberg war halt so ein bisschen überheblich und ja, der war ganz cool auch gemacht. Die Puppenspielerin, die fand ich am interessantesten tatsächlich. Die Puppenspielerin hätte eine tiefere Story meines Erachtens nach verdient. Aber. Ja, keine Ahnung. Die hatte quasi gar kein. Also, ich weiß nicht, wer das war, wozu die da war und überhaupt. Keine Ahnung. Da hätte ich gerne mehr gewusst. Der Fischtypi hatte dafür eine zu große Rolle, wie ich finde. Ja. Jetzt lass mal gerade überlegen. Ich lese gleich noch vor, Volksbegleiter, was du da schreibst. So, dann. Heisenberg und die Lady Dimitrescu, eine coole Charaktere. Hätte mir nur ein bisschen. Wir waren gütig, doch du wurdest gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und sie sperrte das Kind in einen Spiegel. Oh. Doch bald erschienen ihre Eltern, die verzweifelt nach ihr suchten. Zorneserfüllt stellte sich der Vater der Hexe, während Mutters sanfte Hände den bösen Zauber vertrieben. Doch die Hexe war stark. Der Vater rief: Rette unsere Tochter! Und so ließ die Mutter den Wald hinter sich, das Kind in Sicherheit. Auch heute erinnert der verkohlte Wald an das Opfer, das der Vater erbrachte. Und bis heute träumt jedes Kind, das zu lang in die wüste Landschaft blickt, wie es sich beim Beerenpflücken ganz allein im Wald verläuft. Cool. Das hat was. Also das Ende nochmal, dass die Geschichte zu Ende erzählt wurde, fand ich doch gut. Das gefiel mir nochmal sehr gut. Die Miranda fand ich ganz cool. Der Kampf, naja. Der Propellertyp, der Kampf war der leichteste ever. Also ich glaube, ich hatte noch nie so einen leichten Kampf. Obwohl Lady Dimitrescu war auch schon echt einfach. Die habe ich ja am Ende sogar gemessert gehabt, ne? Ja, die habe ich ja sogar versucht zu messern. Oder ich habe sie gemessert, ich bin mir da nicht ganz sicher. Lady Dimitrescu war ganz cool. Also ganze Schlossteil, mega geil. Der Anfang war auch cool. Ja, jetzt am Ende, ich weiß nicht, am Ende fand ich alles so... Warum? Warum war das? Das war... Man hätte Chris nicht machen müssen. Die ganze Szene mit Chris hätte nicht sein müssen. Ganz einfach. Die ganze Szene mit Chris hätte nicht sein müssen. Ja. Wobei man dann wenigstens erkannt hat, dass das hier quasi der Ursprung war zu den anderen Resident Evil Teilen, weil hier wurde das... Der Virus quasi erst entwickelt. Oder hierdurch wurde der Virus erst entwickelt. Weil die ist ja, die Miranda ist ja älter gewesen als die anderen Personen da. Also wie Spencer. So. Was noch? Lass mal gerade überlegen. Die Story um Ethan finde ich ganz cool. Dass der dann doch gestorben sein soll, finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber okay. Macht nur keinen Sinn irgendwie, weil wenn der Ethan wenn der Ethan damals gestorben ist und der Papp, also der Bakers ihn wieder zum Leben erwacht hat, dann war das mit der Kraft von Evelyn und Evelyn ist getötet worden. Und Mia hat ja nur überlebt, weil sie den Virus, Gegengift bekam gegen das Virus. Also müsste Ethan eigentlich damals gestorben sein, als die Quelle gestorben ist. Einzige, was sein könnte, ist, dass die Quelle halt hier, das war ja das Dorf, und Ethan war halt näher ans Dorf gezogen mit Mia und Rose und deswegen... Aber das ist sehr weit hergeholt, also... Ja, lass mir das mal so stehen.
Die andere Frage, warum sollte Chris Mia, Rose und Ethan überhaupt in die Gegend geschickt haben, wenn er doch wusste, worum es da eigentlich geht? Auch totaler Blödsinn. Also auch hier der Chris fehl am Platz. Chris absoluter Müll. Tut mir leid, ich komme immer wieder zum selben Fazit. Lass Chris aus dieser Reihe. Der ist fertig. Der hat schon mit Teil 6 hat der schon aus dem letzten Strohhalm. Oder wie heißt das? Der ist einfach fertig mit Resident Evil. Lass den in Frieden. Genauso jetzt ist BSAA. Die Leute, die permanent gegen den Virus angegangen sind, die Leute, die gegründet wurden, damit keine Biowaffen entstehen, sollen Biowaffen nutzen. Genauso wie Chris, der Firma gejoint ist, die damals die Biowaffen erschaffen hat. Der hat, wie lange? 10 Jahre auf dem Buckel, nee, müsste mehr sein. Lass es 20 Jahre oder mehr sein, die er auf dem Buckel hat. Im Kampf gegen Umbrella und Nachfolger. Und jetzt könnte dann einfach New Umbrella Corporation. Auch absoluter Müll. Und die BSAA taucht da auf, spielte keine Rolle, aber Hauptsache am Ende wurde dann eine Leiche von den Kriegern gezeigt. Schwach. Sehr, sehr schwach. Also absolut Müll. Absolut lückenhafte Story und alles. Zu spielen hat Spaß gemacht, bis auf den Teil mit Chris tatsächlich. Das Spiel an sich fand ich richtig cool. Ich werde es nicht nochmal spielen, weil das Ende war hat zerstört. Das Ende war dermaßen Müll. Hätte ich keinen Bock nochmal drauf, ganz einfach. Ja. Jetzt noch ein paar Fun Facts am Ende. Ich habe erfahren, dass wenn man alles gleich... Warte, ich kann es mal hier überspringen. Kann ich, Moment. Ich habe nämlich jetzt den neuen... Na, was denkst du? Kann der Junge den Mond berühren? Niemand kann ihn berühren. Er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Okay, dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Du machst nur Spaß. Der Mond fühlt sich bestimmt nicht wie ein Killerball an. Hi, Dad. Alles Gute. Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Wenn man vom Teufel spricht. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Ja, ich hab sie. Wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn? Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow. War nur ein Witz, Rose? Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Habe freie Schussbahn. Nein. Ich komm klar. Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß. Selbe Kennzeichen wie das Auto, was Chris genutzt hat.
Hier endet die Geschichte des Vaters. Und es beginnt die Geschichte der Tochter. Wie alt soll die da sein? 16 Jahre. Das heißt, Chris ist jetzt offiziell alt. Der war ja schon vorher eigentlich alt. Jetzt ist er noch älter. So, ich habe die Errungenschaft freigeschaltet. Guter Vater und bester Vater aller Zeiten. Standard, Schwierigkeit 13 Stunden, 44 Minuten haben wir gespielt. What? Ich bin in Stunde 17, 18. Wo hat der denn überall pausiert? Na gut. Ich möchte kurz anmerken, die Zeit war auf 13,5 Stunden oder 13,45. Irgendwie so war die hier als Abschlusszeit festgelegt. Achso, ne? Just in time, würde ich sagen. Ziemlich gut. So, neuer Schwierigkeitsgrad ist verfügbar. Er kann beim Start des Spiels gewählt werden. Dorf der Schatten. So, jetzt haben wir den Boni-Shop, Konzeptart, Modelle und Herausforderungen. Wir haben genau hier bla 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 bla. Glückwunsch. So, AP insgesamt haben wir eine Menge gekriegt. Da können wir noch ein bisschen... speichern. Okay. Dann speichern wir mal drüber. Danke, dass Sie das Spiel erfolgreich abgeschlossen haben. So, jetzt die Boni. Boni-Shop. Jetzt könnten wir hier Söldner. Metzen Sie sich durch die Gegnermassen. Das ist das, was man machen müsste. Zusätzliche Waffe WCX. Das ist wahrscheinlich das Kampfgewehr von Chris. Das könnten wir uns kaufen. Karambit, auch von Chris, auch von Chris. Keine Ahnung. Handcannon, Raketenpistole. Und hier ist das, die zusätzliche Waffe, das Lichtschwert. Hi Terra, du kommst genau, als wir gerade zu Ende sind. Unendlich Munition für die ganzen Waffen. Unendlich Munition für den Granatwerfer. Unendlich Munition für die USMAI und für die Dragoon. Ah, die müsste man erstmal kaufen, deswegen. So, Modell Ethan Winters. Mia Winters, Rosemary Winter, Baby, Chris Redfield, Alpha, der Duke, die Hexe, der Lucana, ja, da kannst du so die Modelle halt freischalten und dann coole Bilder mitmachen. Das Baby hier war mega widerlich und absolut geklaut aus Silent Hill PT. Etwa mit der Story durch? Ja. So, okay, also hier kriegt man die ganzen mutierten Dinger. Ah, da ist Rosemary Winter erwachsen sogar, heißt es hier. Das heißt, die müsste mindestens 18 Jahre alt sein. Wahrscheinlich sogar älter. Hier haben wir noch die voll ausgerüstete mit dem Modell. Cool. Das sind aber alles nur die Modelle. Also das bringt gar nichts. Das ist nur Deko. Konzeptart und so weiter. Ja, da brauchen wir gar nicht weiter gucken. Hier diese Herausforderung. Wenn wir das alles schaffen. Und auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und auf S. Dann kriegt man das Laserschwert freigeschaltet. Oh, das war aus Versehen. Das wollte ich nicht. Ich gehe auch raus. So, damit sind wir aber endlich mit dem Spiel durch. Ich werde die letzte Folge wirklich als eine Folge hochladen. Dann ist es halt ein krasses Finale. Aber war schon ganz cool. Ja, so. Mein Fazit habt ihr ja schon gehört. Jetzt lese ich mal noch gerade, was die anderen schreiben. Der Erfolgsbegleiter schreibt. Ich finde es auch kacke, dass das Chris Redfield ist. Damit wollen die alten Resis mit neuen verbinden, aber das klappt in meinen Augen nicht.
Ganz bei dir. Das ist für mich kein Resident Evil mehr. Sie nennen es so für bessere Verkaufszahlen. Sie hätten es aber auch Mushroom Massacre nennen können. Ja, genau. Das habe ich auch gemeint. Also wenn das Spiel Resident Evil rausholt, wenn das Spiel Chris Redfield rausholt und nicht Resident Evil heißen würde, sondern Resident Devil von mir aus. Ist mir scheißegal, wie sie es nennen. Hauptsache anders. Dann wären diese beiden Teile richtig gut gewesen. In Teil 7 war halt nur der Hakel, dass man sich definitiv für Mia entscheiden sollte, weil wenn du dich anders entschieden hast, hast du voll die Scheiße erlebt. Also dann ist das Spiel trotzdem kacke gewesen. Deswegen Ende. Ja. Ja, und jetzt hier, alles dreht sich um Mia. Also selbst, das ist es halt. Du hast damals eine Wahl getroffen, die eventuell nicht so gewollt war, weil es nicht das gute Ende war. Aber hier hast du automatisch das gute Ende erlebt, indem du halt weiterspielst, ne? Kann ich verstehen, war ja auch in anderen Spielen öfter so, dass man immer, wenn es eine Fortsetzung gab, gesagt hat, okay, das Ende ist unser Ende, das wir nehmen wollen. Macht Sinn. Wäre cooler gewesen, wenn man sich hätte entscheiden können, für welches Ende. Wäre quasi nur gewesen, die Frau zu ersetzen. Hätte ich mich damals für Zoe entschieden, oder ich habe mich ja sogar für Zoe entschieden, hätte man Mia hier einfach als Zoe ersetzen können und man hätte sagen können, welches Ende hast du gewählt? Ende mit Mia, Ende mit Zoe. Wäre mir total, das hätte mir total gereicht. Ich meine, es wäre ein mega krasser Aufwand gewesen, weil man die ganzen Szenen nochmal nachstellen musste mit Zoe, aber hey, ganz im Ernst, das hätte es verbessert. Ja, es gab einige Logikfehler, absolut. Es gab viele, viele Logikfehler. Unter anderem, ich gehe jetzt davon aus, ihr habt alle geguckt, deswegen ist das jetzt offiziell kein Spoiler mehr. Jetzt die Frage. Also ich gebe nochmal allen die Chance, jetzt auszuschalten, wenn ihr nicht hören wollt, was ich zum Spiel insgesamt zu sagen habe, wenn ihr euch das nochmal nachgucken wollt. Aus in 3, 2, 1 und... Okay, jetzt rede ich. Wenn damals schon die ganze Zeit die Miranda vorgegeben hatte, sie wäre unsere Mia... Warum hat sie dann nicht einfach Ethan gekillt und hat sich Rose geschnappt und ist davongegangen? Und wann zum Geier wurde bitte Mia entführt und ausgetauscht als Miranda? Keine Ahnung. Dann, warum hat keiner schon viel früher gemerkt, dass der Ethan so ein krasser Dude ist, der einfach alles aushält? Ich habe mit Sicherheit eben schon, also heute in den letzten paar Folgen jetzt, wie oft gesagt, ja, der hat mir einen Bohrer in den Körper gerammt. Ist nur eine Fleischwunde. Soll man sich nicht so anstellen. Weil es einfach Schaden ist, den man nicht eben mal so wegsteckt, ne? Selbst mit so einem Wunderheilwassermittel da. Ja. Viele, viele Logikfehler. Es ist kein Resident Evil. Wobei, vom Spielstil her gefiel es mir wirklich sehr gut, muss ich sagen. Kann ich sagen, vom Spielstil her richtig nice. Gefiel mir. Aber es ist kein Resident Evil mehr. Die ganze Szene mit Chris einfach raussatz und das wäre ein besseres Spiel gewesen. Warum nicht? Ohne Scheiß. Warum nicht? Warum hat man nicht einfach gemacht... Ja, hier, pass auf, Storywechsel. Lasst mich nächstes Mal schreiben, liebe Capcom-Leute. Storywechsel. Ethan fällt tot um. Ethan steht wieder auf nach dem Gespräch mit Evelyn. Ethan rettet die Kleine. Ethan holt Rose in die Arme, gibt sie Chris und Chris läuft mit der Kleinen weg. Ethan macht Bumm und Chris zieht die Kleine auf. Scheißegal, was mit Evelyn, Mia passiert ist. Es ist scheißegal. Die hatte eine Rolle, die... Oh, nee. Die war unnötig. Man hätte einfach sagen können, ja, die ist tot. Die ist schon seit Jahren tot. Sorry, besser als jetzt.
Ja, und da die Rose ja sowieso bei Ethan, bei Chris aufgewachsen ist und von ihm ausgebildet wurde und als Biowaffe gezüchtet wurde. Ja. Bin weg, schönen Abend euch noch. Vielen Dank, dass du bis zum Ende da warst. Ich mache jetzt hier auch ein Ende tatsächlich, weil ich könnte noch sehr viel erzählen, was nicht gut wäre. Aber wir belassen es jetzt dabei. Ich beende hier. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Und wie gesagt, ein Finale, das sich auf YouTube angucken lohnt.